Einen skandinavischen Erfolg gab es auch beim Europacup-Slalom auf der Oberholzpiste in Oberecken. Hier feierte Schweden einen Doppelsieg. Axel Beck hat den Slalom zum zweiten Mal in Folge für sich entschieden und damit den Schweden den 6. Oberecken-Triumph seit 2004 beschert. Im zweiten Durchgang erzielte der Skandinavier, der bei Halbzeit in Führung lag, zwar nur die 21. Zeit, sein Vorsprung reichte allerdings aus, um den Sieg in trockene Tücher zu legen. Ja, das war perfekt. Erster Lauf war super und der zweite war okay. But, nein, ich bin sehr gut geformt, so alles gut. Beck, der bereits am Wochenende beim Weltcup in Ore mit Rang 5 aufhochen ließ, setzte sich mit 35 Hundertstel Sekunde Vorsprung auf seinen Landsmann Markus Larsson durch. Rang 3 belegte Stefano Gross, dem 45 Hundertstel Rückstand zu Buche standen. Für den Trentiner war es nach 2012 bereits der zweite Stockerplatz in Oberecken. Heute sicher habe ich den zweiten Durchgang gut gemacht, aber ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und Probleme in diesen ersten Rennen. So, ich hoffe für die nächste, weil jetzt ist die World Cup in Madonna di Campiglio. So, ich hoffe zu machen eine gute Rennen. Eine Podestplatzierung knapp verpasst hat bei der 31. Ausgabe des hochklassig besetzten Slaloms der Bozner Riccardo Tonetti. Nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 2 verlor der Südtiroler in der Entscheidung 3 Positionen und fiel auf den 5. Platz zurück. Tonettis Rückstand auf Beck betrug am Ende 65 Hundertstel. Ja, knapp dran, erster Lauf super. Moritz Water, im zweiten Lauf hat es nicht so geklappt, ein paar kleine Fahrer rein gehabt und zuletzt ist halt der 5. Platz, aber ich bin echt super zufrieden. Es sind die besten Läufer von der Welt, es sind 4 gute Läufer vor mir. Deswegen kann ich mir nichts vorwerfen. Ich habe es im zweiten auch noch mal probiert, ein paar Fehler gemacht, aber es passt super so. Der Saarner Patrick Thaler, der in Oberecken 2011 als letzter Südtiroler einen Sieg gefeiert hatte, war nicht am Start. Dafür waren Alex Hofer, Fabian Bacher und Simon Mauerberger gemeldet. Alle drei gingen mit Startnummern über 100 ins Rennen und schieden bereits im ersten Lauf aus. Überhaupt war in Oberecken die Ausfallquote sehr hoch. Von den insgesamt 116 gemeldeten Athleten aus 25 Nationen schieden 56, also die Hälfte, schon im ersten Durchgang aus. Die Europacups sind allem ziemlich viele Starter und allem gut, überhaupt hier in Oberecken. Es sind die besten der Welt, ziemlich viele Weltcup-Fahrer und dann hat man hohe Nummern. Und es ist allem schwierig, weil allem Löcher sein und alles, aber nichtsdestotrotz muss man nachkämpfen. Und es ist schon möglich, das Ziel zu erreichen, aber halt für mich halt leider ist nicht ausgegangen, bin ausgeschieden und ja. Ja, so ist es. Letztes Jahr mit der Verletzung habe ich nichts gekannt machen und nach mit der harten Startnummer geht es nicht so leicht. An der Oberholzpiste lag die hohe Ausfallquote jedenfalls nicht. Die Piste hielt ausgezeichnet. Sie übertraf, gemessen an den ungünstigen Witterungsbedingungen der vergangenen Tage, mit Neuschnee und milden Temperaturen sogar alle Erwartungen. Ich bin stolz auf meine Männer, die in kurzer Zeit die Piste so perfekt präpariert haben. Wir haben selber nicht den Augen getraut, eigentlich, dass alles so super gelaufen ist, auch organisatorisch, aber auch hauptsächlich die Piste, die gehalten hat. Die Athleten sind alle zufrieden. Also die Kulisse stimmt. Es hat gestern ja ein bisschen geschneit und ist alles weiß und ein tolles Rennen. Wie gut die Piste war, beweist unter anderem der 11. Rang des Norwegers Christian Haugen, der mit Startnummer 50 im zweiten Durchgang Laufbestzeit erzielte und sich vom 27. Rang ganze 16 Plätze nach vorne verbesserte.